Heute ist der dritte Tag von meinem Urlaub und heute ist das Wetter nicht ganz so warm. Es ist zwar schön, aber ein bisschen bewölkt, aber halt, glaube ich, bloß 14 Grad. Was heißt bloß, aber man ist ja schon verwöhnt von diesen irdischen Temperaturen. Aber vielleicht ist gar nicht so schlimm, dann kann ich mich heute mal nicht in die Sonne legen und mir meinen Sonnenbrand noch mehr verbrennen. Jetzt erstmal eine Runde mit den Hunden spazieren und danach, dadurch, dass heute nicht ganz so schönes Wetter ist oder beziehungsweise es etwas kälter ist, wollte ich heute unbedingt mal eine Runde shoppen gehen, weil ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr shoppen und habe eigentlich auch nie Zeit dafür, aber das geht natürlich jetzt im Urlaub. Heute ist es echt super windig, wie man vielleicht hört, und es ist auch echt kälter. Also vorhin habe ich schon gedacht, überlegt, wo es windstill war, da war es ziemlich warm und ich so, toll, jetzt hast du einen Pullover an. Aber jetzt ist es echt ganz schön frisch, sehr windig. Anina! Mach mal Sitz. Ja, kommst du die Uhr? Schluckuhr. Das geht nicht mehr. Abby! Aber ich sag's euch, Leute, ich weiß nicht, wie oft dieses schon gewälzt hat in diesem Urlaub. Das ist echt super eklig. Abby, los! Du kannst halt gleich wieder baden gehen. Na, Schmeiß dich dann ins Meer, das kannst du wissen. Du bist super eklig, weißt du das?
dass ich mit einer Fähre fahre. Cool. Zu werde ich aber bestimmt dann eher außenrum fahren, weil ich muss sagen, 5,20 Euro für einmal über einen kleinen Fluss fahren ist ganz schön teuer. So, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu meinem ersten Fototermin und ich habe jetzt einen Golden Retriever vor der Kamera. Einen von 4 Fototerminen habe ich. Und ja, ich freue mich schon, auch wenn das Wetter jetzt leider doch nicht so gut mitspielt, wie eigentlich erhofft. Aber vielleicht zieht es ja doch noch ein bisschen auf. Fotos werden wir auf jeden Fall an der Passat machen, wo ich gestern schon mit den Hunden Fotos gemacht habe. Und dann natürlich am Strand und im Meer. Und ich denke, das wird auf jeden Fall trotzdem super schön, auch wenn das Wetter nicht so gut mitspielt.